Ja, guten Tag, liebe YouTube-Community. Wie ihr seht, es gibt noch ein weiteres Projekt. Und ja, es gibt zwei Projekte jetzt mal. Alter Scheiße, was ist hier los? Was geht hier ab? Nein, ich habe es jetzt, glaube ich, endlich rausgefunden, wie ich es am besten mache. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, bin ehrlich jetzt nochmal. Also ich habe schon mal das erste Feld ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe da schon mal Kalk aufgebracht, abgeerntet, Kalk auf, gepflückt, Kalk aufgebracht, so dass wir das hier auch gleich ansehen können. Wir werden nur noch dieses Feld hier abernten. Also wie gesagt, Krebach ist die schöne Map diesmal. Diesmal müsste das jetzt auch alles so klappen, wie ich mir es erhoffe. Weil wenn nicht, dann bin ich echt enttäuscht. Aber es hat ja auch schon jetzt mit den ersten beiden Folgen von Hofbergen ganz gut geklappt, muss ich sagen. Und hier. Also ich versuche das jetzt immer abwechselnd zu machen. Oder vielleicht eine Folge davon am Tag. Das muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich alles schaffe mit dem Aufnehmen. Weil nebenbei will ich ja schließlich auch noch an der Playsee weitermachen. Aber der Plan ist jetzt erstmal Krebach und Hofbergmann beim LS19 auf dem PC zu machen. Und dann werden wir mal weitersehen, was noch so folgen wird. Das weiß ich nämlich noch nicht so ganz. Vielleicht gibt es noch eine neue Auflage von der XXL-Farm. Aber wie gesagt, das müssen wir alles... werden wir dann alles zu gewisser Zeit sehen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Geld wieder verdienen, dass wir uns noch ein paar Sachen dazu holen können. Wie zum Beispiel ein Mischwagen für Kühe, Futter, dann noch ein Fass für Wasser oder Milch, aber erstmal für Wasser für die Tiere. Bevor wir uns überhaupt Tiere anschaffen können. Und ich würde sagen, auch bei dem Glas hier mit dem 9 Meter Schneidwerk, das reicht vollkommen aus für diese Map. Wenn das schon ein bisschen zu groß ist. Aber ich wollte unbedingt ein Glas haben. Und es ist alles an, bis auf Pflanzen sterben, das habe ich jetzt nicht an. Aber ansonsten ist alles an. Nur, dass ihr schon mal so Bescheid wisst. Und ja. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viele Mods drin. Ich habe die von ANF ein paar drin. Also von nordfriesische Map. Da habe ich die Mods mit drin. Wegen dem Fermentierer vor allem. Und dass wir dann auch später selber Dünger und
Schweinefutter und Dings herstellen kann. Wie heißt das jetzt schnell? Oh Gott, Herrgottes Zeiten. Saatgut herstellen können. Dass wir da auf der sicheren Seite sind, dass wir dafür auch kein Geld mehr wirklich ausgeben müssen, dass wir das alles schön selber machen können. Und ja. Viel Ertrag wird das jetzt ja eh nicht hier ergeben, ne? Schon alleine aus dem Grund, da wir dass die Standardfelder sind, die uns gehören und die noch nicht wirklich bearbeitet waren. Oh ja, Chakalaka Bum Bum. Oh ja, Chakalaka Bum Bum. Ihr merkt doch, ich bin auch wieder ein bisschen besser drauf. Ich habe da jetzt nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen. Und ja, also Streams, glaube ich, wird ein bisschen schwer auf dem PC, weil ich glaube, das macht mein Rechner nicht mit. Habe ich so das Gefühl, dass der da sagt, nee. So sieht das auch besser aus. Chup. Nicht sein Ernst jetzt, dass das Ding runtergefallen ist, oder? Ja, und wie ihr seht, ich versuche mich echt mal wieder an den Drehschemel. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir das antue. Aber ich muss einfach. So.
Ja, ich müsste hier noch mal ein bisschen aufräumen mit dem Stroh. Aber es kommt noch, das kommt noch. Jetzt haben wir mal schnell das Schneidwerk wieder rein. Und dem was erstmal rausschieben. Ganz vorsichtig und behutsam. Gott, ja, vorsichtig und behutsam verwalten, ne? Jetzt parken wir mal unseren Drescher. So. So, bevor wir jetzt aber ansehen können, müssen wir vorher Saatgut kaufen.
Falschen Knopf gedrückt jetzt auch noch. Zack, Big Bags. Mineraldünger einmal. Und Saatgut einmal. Einmal, dreimal, viermal und noch einmal Mineraldünger und noch mal Mineraldünger. Oh, was mache ich denn hier? Chukachuk. So, ab zum Hof wieder. Habe so das Gefühl, ja, Class Axion 900 ist ein bisschen groß für die Map, aber egal, ne? Gut, ihr Lieben, und damit hätten wir die erste Folge auch schon am Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.